herzlich willkommen bei Prof de Panam, dem Kanal mit Lernvideos zur französischen Grammatik, Geschichte und Landeskunde. In diesem Video geht es, wie angekündigt, um ein weiteres Video aus der Reihe zur Ermordung von Samuel Paty vom 16. Oktober 2020. Hier betrachten wir das Verhältnis von Staat und Kirche und Religion im Allgemeinen. Es geht also um eine typologische Beschreibung. Insgesamt kann man drei Modelle ausmachen. Einmal zum Beispiel das Modell einer Theokratie. Staat und Religion bilden eine Einheit. Oft wird auch nur eine Religion erlaubt. Beispiele dafür sind der antike Polytheismus, beispielsweise im Römischen Reich, oder auch die absoluten Monarchien in Europa. Heutzutage gibt es ein solches System noch in Großbritannien, wo die englische Queen nicht nur Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreiches ist, sondern auch gleichzeitig Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Das zweite Modell ist eine Kooperation von Staat und Religion. Staat und Religion sind formal getrennt, beispielsweise wie in Deutschland, Staat und Kirche, arbeiten aber eng zusammen. Ihre Beziehungen sind meist durch einen Vertrag, durch einen staatsrechtlichen Vertrag geregelt, den man Konkordat nennt. Als drittes gibt es das Modell der Trennung von Staat und Religion oder Staat und Kirche. Der Staat ist hier weltanschaulich neutral. Religiöses Handeln beeinflusst staatliches Handeln nicht. In den Verfassungen dieser Staaten fehlt auch meist ein Gottesbezug. Beispielsweise haben wir in Frankreich so ein solches System. Schauen wir uns diese drei Modelle mal ein wenig im Detail an. Auch hier muss ein grober Überblick reichen. Es ist jetzt hier in diesen Videos nicht möglich, eine streng wissenschaftliche, vollständige Beschreibung zu liefern. Zunächst einmal eine Theokratie. Wir haben gehört, jedes politische Handeln ist religiös motiviert und umgekehrt. Eines der ältesten Beispiele einer Theokratie könnte das Königreich Israel sein unter den Königen Saul, David und Salomon. Die Einsetzung des Königs dieser Zeit ist ein religiöser Akt. Es ist eine Art Gottesdienst, in dem rituell genau vorgeschrieben ist, wie ein König dort eingesetzt wird, und zwar durch eine Salbung. Der König versteht sich als Herrscher von Gottes Gnaden. Das heißt, er ist nicht einfach ein brutaler Diktator, sondern im Gegenteil, er ist Werkzeug Gottes und verwirklicht Gottes Willen in seinem Reich. In späterer Zeit haben die europäischen Monarchien im Mittelalter und Neuzeit sich davon inspirieren lassen, zumal in der römischen Zeit unter Kaiser Theodosius eine solche Einheit von Thron und Altar auch schon im Römischen Reich wiedergebildet wurden, als Theodosius das Christentum als allein erlaubte Religion im Römischen Reich bestimmte. Im Mittelalter und der Neuzeit waren Krönungszeremonien große religiöse Feiern. Man denke nur an die Kaiserkrönung Karls des Großen an Weihnachten 800 oder auch die Krönungszeremonien der Könige in Frankreich, die stets in der, bis auf wenige Ausnahmen, in der Kathedrale von Reims durch den Reimser Erzbischof vorgenommen wurden. Gottesdienste, die mehrere Stunden andauerten, in denen ja klar wird, Thron und Altar bilden eine Einheit. Das zweite Modell war das Modell von Kooperation von Staat und Religion. Hier geht es darum, dass zwei getrennte Institutionen sich gegenseitig respektieren und eine enge Zusammenarbeit vereinbart haben. Religion respektive Kirche wird vom Staat als gesellschaftlicher Faktor anerkannt. Die Religionsvertreter unterliegen der staatlichen Legislation. Genaue Beziehungen sind vertraglich geregelt. Beispiele sind das Christentum und Römisches Reich unter Kaiser Konstantin. Das Toleranzedikt von Mailand aus dem Jahre 314 gestatteten Christen ihre Religionsausübung. Im Gegenzug mussten sich die Christen zu staatlichen Dingen verpflichten, beispielsweise zum Wehrdienst in der römischen Legion.
Im Gegenzug wiederum fördert Konstantin den Bau von Kirchen im Römischen Reich. In Deutschland gibt es seit 1933 ein Reichskonkordat, das das Verhältnis von Staat und Kirche genau regelt. Beispiele von Regelungen sind zum Beispiel, dass es Religionsunterricht in den Schulen gibt, aber auch so ein System der Kirchensteuer und schließlich auch, dass es eben auch immer wieder enge Konsultationen zwischen Staat und Kirchenvertretern gibt, wenn es beispielsweise um ethische Fragen geht. Das letzte Modell, Trennung von Staat und Kirche. Hier ist es so, dass der Staat weltanschaulich neutral ist und sich nicht in religiöse Fragen einmischt. Auch werden die Religionsvertreter nicht vom Staat bezahlt. Religion wird als reine Privatsache angesehen und der Einfluss religiöser Gruppen soll im Staat möglichst gering sein. Es gibt keine offiziellen Beziehungen zwischen Staat und Kirche. Auch fehlt in den Verfassungen jeglicher religiöser Bezug. Beispiel Frankreich. Hier ist es so, dass die Trennung von Staat und Kirche das Ergebnis eines langen Prozesses darstellt, in dem mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche nach Möglichkeit völlig zu beseitigen. Das ist eine Idee der Französischen Revolution, als eben Staat und Kirche noch eins waren. Zum Beispiel eine der wichtigsten Maßnahmen, die man in Frankreich ergriffen hat, war die Überführung des Bildungswesens, das vorher in kirchlicher Hand lag, in staatliche Institutionen. Aber auch das Verbot von christlichen Parteien und eben Verbreitung republikanischer Anschauungen bis in die kleinsten Dörfer. Das soll als kleiner Überblick reichen. Als nächstes Video geht es um den Kampf um die Laïcité in Frankreich. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und nützlich. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal.